Und damit herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf unserem Kanal. Heute starten wir rein in die nächste Saison unserer F1 Manager Karriere mit Williams. Das ist klar, damit machen wir noch eine zweite Saison auf jeden Fall mit diesem Team. Wir haben in der letzten Saison beide Titel gewonnen, es war unfassbar erfolgreich. Und heute starten wir eben rein, beenden noch die Saison 2025, starten in die Saison 2026 und machen natürlich auch schon das erste Rennen heute. Wir schauen uns hier gleich ein bisschen was an. Und zwar sind wir in der Pizza-Wertung 8er geworden, kriegen da ein bisschen Geld und wir haben hohes Vertrauen vom Vorstand, das ist sehr, sehr schön. Was jetzt so Personal und Fahrer angeht, bleibt alles so dabei, ne? Da läuft bei niemandem der Vertrag aus und das hat ja auch gut funktioniert, also machen oder ja, verändern wir da nichts. Wir müssen nichts dran verändern, wir können genauso auch in die nächste Saison reingehen. Hier sehen wir die Regeländerung, relativ viel, ja, technisch alles, das Auto wird deutlich langsamer gemacht, bedeutet natürlich auch, es kann viel sich ändern, ne? Es können plötzlich ganz antriebsam mit vorne rumfahren. Wir können ja auch irgendwie ganz weit zurückfallen. Niemand weiß es, was jetzt sein wird. Wir bleiben natürlich bei unserem Team, ne? Akzeptieren das neue Ziel. Und das ist es, wieder die Konstrukteursmeisterschaft zu gewinnen. Das ist natürlich auch mein persönliches Ziel, ja, diesen Titel zu verteidigen. Best beide Titel zu verteidigen. Das wäre schon echt nicht schlecht. Und jetzt stelle ich das ein bisschen ein und dann sehen wir uns gleich wieder. Und zwar genau hier, aber da, ja, würde ich sagen, müssen wir auch nichts ändern, ne? Wir bleiben beim Red Bull Powertrain, wechseln da unseren Motor nicht. Das ist einfach der beste, ne? Red Bull war ja auch Zweiter in der Konstrukteurs-WM, die haben ja denselben, also denke ich schon, dass wir dabei bleiben können. Ferrari ist zwar auch eine Option, die sind da echt relativ nah dran, die sind fast gleich, würde ich schätzen. Aber der Red Bull Motor ist einfach ein bisschen stärker und genau das brauchen wir, deshalb bleiben wir bei dem. So, wir sind in der neuen Saison und hier sehen wir, dass sich bei anderen absoluten Top-Teams, ja, bei Red Bull auch nichts geändert hat. Weiterhin Verstappen und Leclerc dort die Fahrer. Und auch bei Ferrari habe ich schon gesehen, Russell, Perez bleiben dort. Aston Martin bleibt, glaube ich, auch gleich mit Norris und Albon. Mercedes mit Sainz und Gasly. Könnte auch fast das aus der Vorsaison sein, oder? Also bisher auf jeden Fall keine großen Änderungen. Natürlich bei den kleinen Teams weiß ich nicht alles. Das bleibt auf jeden Fall gleich, das weiß ich. Aber ansonsten kann es schon ein paar kleine Änderungen geben. Aber auf jeden Fall nicht viel. Das überrascht mich ein bisschen. Wirklich fast überhaupt nichts passiert. Bei den Top-Teams gar nichts passiert. Wird das so eine sehr interessante Saison, ne? Wir haben fast wieder die gleichen Fahrer da wie in der Vorsaison. Und hoffentlich auch wieder ungefähr die Performance aus der Vorsaison. Und das würde ja bedeuten, dass wir auf jeden Fall den Titel wiederholen können. Wir sind angekommen. Das erste Rennwochenende der Saison stand. Der große Preis von Bahrain. Für uns natürlich, also nicht für uns, für alle die Möglichkeit zu sehen, wo steht man. Es wird sehr, sehr interessant. Ne? Das Feld wird, denke ich, ein bisschen enger zusammengerückt sein insgesamt, weil einfach ja das Auto so viel langsamer gemacht wurde. Da ist klar, dass dann halt die Hinteren auch ein bisschen rankommen. Und ansonsten wird es, glaube ich, echt spannend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Red Bull wirklich abgefallen ist von vorne. Die werden weiter vorne sein. Auch Ferrari wird nicht so weit weg sein. Und jetzt sehen wir es hier im Training schon. Red Bull scheint wirklich das beste Auto zu haben, aber wir sind nicht weit weg. Ne, Yuki ist direkt da. Oscar wird dann natürlich auch ungefähr so schnell sein können. Hinten haben wir wieder Haas, hinten haben wir McLaren, das ist ein bisschen überraschend. Die waren letztes Jahr eigentlich echt relativ stark. Ferrari ist so mittendrin, aber wir scheinen wirklich ein enges Feld ganz vorne zu haben. Wir sind mitten in Q1 und das ist ganz komisch. Jetzt Leclerc mal an die Spitze. Verstappen hatte keine gute Runde, der ist nur auf Rang 15 im Moment. Es ist sehr, sehr eng. Wir haben Red Bull ganz vorne. Dann scheint es zwischen uns, Alpha, Ferrari, so unfassbar eng zu sein. Wir sehen es jetzt hier, Drugovic vor uns plötzlich. Jetzt Verstappen vor auf Rang 2. Ein mega enges Feld. Und Perez im Ferrari, der ist im Moment nur 19. Und die scheinen ja einer unserer Hauptgegner im Moment zu sein. Wie schnell kann der hier noch gehen? Der ist raus. Perez raus im Ferrari. Russell wird Dritter. Und Checo Perez schafft es nicht ins Q2. Das ist die erste mega Überraschung. Für uns sind es die Plätze 5 und 6. Ich denke, da geht schon noch ein bisschen mehr. Ne, gerade die zweite Reihe, die sollte drin sein. Red Bull ist stark, aber dahinter ist es eng. Ähnlich wie in der Vorsaison, ne? Wenn ihr euch erinnert, hier in Bahrain hatten wir auch nicht wirklich eine Chance gegen Red Bull. Da waren die in der eigenen Liga. Das hat sich ja dann erst in den nächsten Rennen so herauskristallisiert, dass wirklich wir und auch teilweise Ferrari, ja, die halt schlagen können. Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Alfa Romeo wahrscheinlich den größten Step gemacht hat. Die sind hier im Moment vierte, vielleicht sogar dritte Kraft, würde ich denken. Ne? Russell ist so der drittschnellste an diesem Wochenende hinter den Red Bull und dann ist es eng zwischen uns und Alpha. Da muss man gucken, dass wir jetzt im Q3 wirklich das Maximum rausholen. Oscar hat noch 3 Sätze frisches Reifen, Yuki hat 4. Das passt perfekt, dass wir bei beiden mit 2 frische Sätzen soft ins Rennen reingehen. Und jetzt gehen wir erstmal rein hier in Q3. Die entscheidende Phase beginnt. Hier im ersten Qualifying der Saison, Yuki leider mit keiner guten ersten Runde. Der muss sich jetzt verbessern.
Er muss sich jetzt steigern, dass er eben von unten noch ein bisschen hochkommt. Piastri im Moment Fünfter, aber auch mit dem grünen ersten Sektor und Yuki nur gelb. Der wurde aber im zweiten Sektor vorhin aufgehalten. Da wird er jetzt auf jeden Fall grün sein. Verstappen, ist er jetzt schon durch mit seinem Qualifying? Nee, der startet das jetzt erst. Okay, aber Russell und Drugovic, die sind jetzt durch. Russell ganz nah dran. Piastri kommt vor Drugovic. Okay, und Yuki im Moment auf Rang 1, aber jetzt schon wieder da verdrängt von Charles Leclerc, der ihn besiegt. Aber trotzdem, selbst wenn Verstappen jetzt auch noch davor kommt, wäre das richtig gut. Und Verstappen ist nicht besonders schnell. Der braucht jetzt einen mega letzten Sektor. Und den hat er nicht. Yuki wird hier Zweiter beim ersten Qualifying. Das kommt so ein bisschen aus dem Nichts. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Aber das ist verdammt stark. Zweiter und Fünfter, das ist ein gutes Ergebnis. Da können wir im Rennen auf jeden Fall jetzt was erreichen. Und Yuki wirklich mit einer Monsterrunde dann zum Schluss. Die hat er gebraucht, um da vorne reinzukommen. Russell wird Vierter, die Alphas, ja, dann nicht ganz schnell genug, um oben mit reinzukommen. Aber trotzdem, glaube ich, für die ein mega Qualifying. Die haben die Pace, um hier richtig viele Punkte zu holen. Die haben wir aber auch und wir haben auf jeden Fall auch die Pace, um Red Bull so ein bisschen wenigstens zu ärgern. Rein geht's. Die Saison 2026 steht in den Startlöchern. Wir haben, das ist Leclerc natürlich, auf den Medium-Reifen. Also, der probiert was anderes. Oscar haben wir auch auf Medium-Reifen und den Alpha hier, beide Alphas auf Mediums. Die müssen wir jetzt natürlich auch mit reinziehen in dieses Rennen. Yuki mit keinem guten Start. Wird schon attackiert dort von Max Verstappen, während Oscar selber attackieren kann gegen George Russell im Ferrari. Was gelingt ihm da? Tsunoda kann auf jeden Fall den Platz halten und Oscar macht einen Platz gut. Wir haben die Top 4 jetzt nur noch bestehend aus Red Bull und aus Williams. Und Yuki Tsunoda innen rein gegen Leclerc. Der ist nur auf Mediums. Schafft er da? Kommt er da vorbei? Das wäre so wichtig für unser Rennen. Und er schafft es. Oder ja, Yuki übernimmt die Führung in diesem Rennen. Richtig stark gemacht von ihm. Und jetzt mal schauen, wie gut die Rennpace hier ist. Das Rennen entwickelt sich richtig gut. Bitter für Alpha. Schumacher gerade mit einem Fehler. Jetzt haben sie nur noch Felipe Drugovic erstmal hier vorne. Aber die Pace ist trotzdem, denke ich, gut genug auch für Mick, um da nochmal ranzukommen. Wenigstens die Punkte oder so. Yuki kann sich mega gut absetzen. Oscar ist inzwischen auch vorbei an Verstappen. Kann da locker mit Leclerc mithalten. Das sieht richtig gut aus. Das entwickelt sich absolut in die richtige Richtung hier. Jetzt gilt es einfach nur, diese Pace zu halten und den Vorsprung weiterhin auszubauen und einfach die Kontrolle über dieses Rennen hier zu halten. In dieser Phase läuft das Rennen überhaupt nicht in unsere Richtung. Piastri ist jetzt auf 5 zurückgefallen, hat gar keine Pace mehr plötzlich. Und auch Tsunoda verliert vorne so viel Zeit. Wo ist denn die Pace hin? Was ist denn jetzt hier los? Jetzt, ja gut, jetzt hat er wieder 14 rausgeholt. Das ist schon eher das, wie ich das hier möchte. Leclerc natürlich mit den Mediums, also die sind in dieser Phase überhaupt nicht gut. Auch Drugovic im Rennen nicht besonders schnell. Magnus im Moment so Best of the West, jetzt sogar ja vor Oscar. Ja, diese Phase hat jetzt so ein bisschen hier mein Gefühl getrübt. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass wir locker die schnellsten sind. Das ist jetzt gerade überhaupt nicht mehr der Fall. Russell jetzt aus dem Nichts mal vor auf Rang 2 im Ferrari. Der kommt wirklich, ja, keine Ahnung, wo der herkommt, aber das denke ich nicht schlecht für die Oscar. Jetzt zurück auf Rang 5 nach vorne, zurück vorbei an Kevin Magnus. Und das ist wichtig, mal gut, natürlich mal schauen, wie gut jetzt seine Pace sein wird, ob er vielleicht an Leclerc wieder rankommen kann. Das sieht im Moment ganz okay aus. Hat er 3 Zehntel aufgeholt im ersten und nochmal 5 im zweiten. Das sollte theoretisch gleich wieder dran sein. Die beiden Red Bull extrem früh an der Box. Leclerc ist auf Mediums gestartet, war jetzt schon drin. Und auch Verstappen, der war noch ein paar Runden früher drin. Aber das ist nicht gut für die. Yuki holen wir jetzt rein. 3 Sekunden Stop und er ist vor dieser gesamten Gruppe. Wie wichtig ist das denn bitte? Yuki Tsunoda, er hat jetzt eigentlich alles so, wie er es braucht. Jetzt ist das Rennen absolut in seinen Händen. Er kann das jetzt bestimmt von vorne weg. Während Oscar jetzt dran ist an George Russell, leider noch nicht vorbeikommt. Aber ja, wir haben die Pace wieder. Diese kurze Phase, wo ich so ein bisschen Angst hatte, die ist weg. Das sieht jetzt alles gerade richtig positiv aus. Und jetzt Tsunoda. Jetzt sieht es nicht mehr positiv aus. Oh nein, Yuki Tsunoda, was macht der denn da? Dreh an Kurve 13, fällt jetzt hinter beide Red Bull zurück. Oder auch weit zurück, ne? Dass er da wieder rankommt, da muss jetzt auch erstmal ein bisschen was passieren über die nächsten Runden. Oh nein, macht das hier sein Rennen kaputt? Oscar holen wir jetzt übrigens rein. Ah nee, der kann auch ein bisschen, der ist noch viel zu früh, alles gut. Das wäre mein Fehler gewesen, muss jetzt auch ein bisschen aufpassen mit dem ERS. Der ist noch ganz gut drin im Rennen. Der hat ja einfach diese Strategie, wo er dann am Ende sehr schnell ist. Aber für Yuki ist es überhaupt nicht gut gerade. Und auch Oscar hatte noch einen Fehler vor seinem Stop. Der war jetzt gerade in der Box. Ich wundere mich, warum er so weit hinten ist, weil es war kein langsamer Stop. Und er hat noch kurz vor seinem Boxstop einen Fehler gemacht. Das kann ja nicht sein. Was passiert denn hier in diesem Rennen? Der ist dadurch jetzt nur noch auf Rang 8. Der gute alte Oscar hinter Magnussen und Gasly, die auch schon drin waren.
Boah, ist das bitter. Ist das bitter. Wir zerstören uns hier das ganze Rennen selber. Yuki mit seinem Bock, jetzt auch Oscar mit dem Fehler. Das darf nicht wahr sein. Man muss aber auch gleichzeitig dazu sagen, wir sind mit beiden Fahrern noch richtig gut drin im Rennen. Das ist so eng. Wir haben gerade mal 8 Sekunden oder 8,5 Sekunden zwischen den Top 6. Gasly ist richtig schnell im Rennen. Die Alpha sind so ein bisschen enttäuscht. Auch Perez hat sich schon gut nach vorne gekämpft. Also da muss man wirklich sagen, das Rennen ist mega spannend. Russell jetzt im Moment wieder Erster. Leider kommt Yuki einfach nicht ins DRS rein von Leclerc. Ne? Die sind ungefähr gleich schnell. Mal holt der eine auf, mal der andere. Und Oscar, der kommt zum Glück Stück für Stück ran. Vielleicht ist der jetzt sogar die größere Hoffnung hier für uns. Der hat noch bessere Reifen. Der hat am Ende nochmal die Softs. Na klar, auch Yuki hat am Ende die Softs. Aber man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Oscar wird im Normalfall gleich vorbeifahren. Wir lassen ihn auch einfach vorbei, weil er jetzt im Moment der Schnellere ist. Oscar Piastri jetzt auf 4. Yuki ist zurück auf Rang 5. Mal schauen, was für ihn hier noch geht in diesem Rennen. Er hat halt auch nicht mehr so diese Monster-Pace, die er noch im ersten Sinn hatte, wo er allen weggefahren ist. Die ist nicht mehr da. Und dann wird es schwer für ihn, da vorne nochmal reinzukommen mit. Alle anderen drei ganz vorne waren an der Box. Verstappen, Russell, Leclerc waren drin. Wir beiden sind jetzt die einzigen, die hier noch rumfahren, die noch nicht zum zweiten Mal an der Boxengasse waren. Das wird natürlich jetzt einiges an Zeit kosten, ja. Wir haben einen Overcut jetzt einfach, oder die haben einen Undercut besser gesagt. Aber das ist okay, weil die verlieren jetzt hier so ein bisschen Zeit. Da sind noch drei Fahrer, das sind Perez, De Vries und Drukovic. Die halten jetzt Verstappen und Russell gleich so ein bisschen auf. Das ist für uns nicht schlecht. Ich weiß auch gar nicht, wer zuerst reinkommt bei uns. Ich denke aber fast Yuki Tsunoda. Das ist das Bessere, denke ich. Aber wir warten auch noch ganz kurz. Und dann müssen wir schauen. Verstappen ist jetzt an Drukovic schon mal vorbei. De Vries und Perez sind zum Glück immer noch vor ihm. Also da muss man wirklich sagen, da verliert er einiges an Zeit. Ne? Das ist überhaupt nicht schlecht für uns. Das ist richtig gut. Yuki holen wir jetzt rein. Oscar kommt danach die Runde rein, um da einfach auf Nummer sicher zu gehen, dass da nichts Schlimmes passiert. Was für ein Stop. 2,9. Er ist vor Pierre Gasly. Das ist wichtig. Und circa 7 Sekunden jetzt hinter Charles Leclerc. Ja, hoffentlich hat er da die Pace, um nochmal irgendwie ranzukommen. So, Oscar ist auf 2 vor. Hat da nochmal die Möglichkeit, um Verstappen zu catchen. Das war in der Schlussphase der letzten Saison so eine Story. Ich glaube, in Las Vegas und in Abu Dhabi hatten die beiden am Ende nochmal einen Kampf, wo Piastri viel aufholen musste. Das muss er jetzt wieder zum Start in diese neue Saison. Schafft er? Das ist die Frage. Yuki hat sich mittlerweile auch wieder auf 4 vorgekämpft. Hat jetzt sogar die Möglichkeit, an Leclerc vorbeizuziehen und schafft das in Kurve 1 hinein. Wir sind mit beiden Autos im Moment auf dem Podium. Richtig stark. Russell ist jetzt zurückgefallen auf Rang 5 im Ferrari. Die Red Bull auf 1 und 4 und wieder Yuki Tsunoda. Das gibt es doch nicht. Was macht der denn hier? Der Weltmeister, der Amtierende mit einem richtig schwachen Rennen. Sein zweiter großer Fehler. Damit ist das Podium für ihn jetzt weg, denke ich. Dass wir dann nicht mehr schaffen können, da nochmal ranzukommen. Und vorne, ja, scheint es einmal mehr zum Showdown zu kommen zwischen Oscar Piastri und Max Verstappen. Die hatten, wie gesagt, schon in Abu Dhabi und in Las Vegas solche Rennen, wo am Ende Oscar noch viel aufholen musste. Einmal hat er es geschafft in Las Vegas, in Abu Dhabi nicht mehr. Die Frage ist, schafft das hier? Es ist nicht mehr viel, aber das letzte Stück ist immer das Schwerste. Und er kommt nicht in Riesenschritten ran. Noch 5 Runden, circa 2 Sekunden beträgt der Rückstand. Das wird richtig eng, das wird richtig schwer, aber es ist machbar. Mal schauen, wie viel schneller war er jetzt? Circa 15. Wenn er das wieder schafft, dann ist er schon im DRS-Fenster in der nächsten Runde. Das wäre wichtig, aber ja, es ist noch lange nicht entschieden. Es ist noch lange nicht durch hier. In keine Richtung ist das hier schon entschieden. Und jetzt ist er im DRS. Nein, immer noch nicht. Immer noch 1,3 Sekunden der Rückstand. Jetzt baut Verstappen sogar aus. Jetzt ist sogar Max Verstappen im Moment der Schnellere. Wahnsinn, was ein Drama hier in Bahrain. Und ich glaube nicht, dass es reicht. Ich glaube nicht, wir sind Risiko gegangen. Aber Verstappen ist zu schnell in dieser Phase. Der holt jetzt mega viel auf. Ist im Moment einfach schneller. Und das darf nicht sein. Dann war es das jetzt hier, denn es sind immer noch 1,6 und wir gehen in die letzte Runde rein. Das wird nicht mehr reichen für Oscar Piastri. Das wird nicht mehr reichen. Er schafft es nicht ins DRS-Fenster. Ganz anders Yuki, der ist noch mal im DRS von Leclerc, aber auch der kommt da nicht mehr vorbei. Und jetzt ist Schluss. Verstappen gewinnt in Bahrain und Yuki, nein, 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 Tsunoda wegen dem Benzin. Wegen dem Benzin, er wird letzter. Oh mein Gott, was ein Saisonauftakt. Und für uns ein Fail. Ein riesiger Fail. Leider kein Sieg. Wir haben es uns selber kaputt gemacht. Ja, erst die Fahrer mit ein paar Fehlern. Jetzt ich noch mit dem Benzin am Ende, um den Platz 5 da easy wegzugeben. Oh, das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Das ist nicht gut von mir. Auch nicht gut natürlich von den Fahrern. Schwacher Saisonauftakt.
Verstappen und Red Bull nehmen das natürlich mit. Starten mit 38 Punkten rein. Und wir müssen gucken, dass wir es beim nächsten Mal dann in Jeddah auf jeden Fall deutlich, deutlich besser machen. Das war eine sehr, sehr lange Folge. Wir haben uns um alles gekümmert vor der Saison. Haben jetzt das erste Saisonrennen gemacht. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Folgen dieser Karriere mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.